Horoskop für den 1. Mai 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Männer werden heute sehr praktisch sein, das wird andere irritieren und selbst wenn Hilfe benötigt wird, wird Widder abgelehnt werden. Denken Sie darüber nach, vielleicht ist es manchmal wert, von Ihren Prinzipien zurückziehen, um nicht in stolzer Einsamkeit bleiben. Frauen werden sich kopfüber in die Arbeit stürzen und nicht nur ihre eigene, sondern auch zusätzliche Arbeit erledigen, weil sie nicht rechtzeitig ein entschiedenes Nein sagen konnten. Horoskop wieder männlich. Heute sollten Sie sich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen. Ihre natürliche Neugierde kann eine Menge Probleme mit sich bringen und die Beziehungen zu einigen Kollegen beeinträchtigen. Machen Sie keine Versprechungen, um jemandem zu gefallen oder ihn zu beschwichtigen, denn wenn die Zeit kommt, sie zu erfüllen, werden Sie darauf völlig unvorbereitet sein. Widderhoroskop für die Frau. Widder sollten sich einen Urlaub oder zumindest einen freien Tag gönnen, sonst können überlastete, stressige Situationen Sie zu einem Nervenzusammenbruch bringen. Wenn Sie heute zufällig eine Person treffen, die Sie wirklich mögen, gehen Sie in der Kommunikation nicht über einen Flirt hinaus, es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Gehen Sie mehr an der frischen Luft spazieren und versuchen Sie, Ihren Schlaf herzustellen. Widder Liebeshoroskop. Heute haben Widder einen großartigen Tag, um ein persönliches Leben aufzubauen. In einer Familiengemeinschaft sollten Sie sich nicht scheuen, Ihre Gefühle zu zeigen, Ihrer anderen Hälfte Komplimente und Geschenke zu machen und Verabredungen zu treffen. Wenn Sie noch Single sind, werden Sie heute mit Sicherheit von Aufmerksamkeiten umgeben sein. Das Einzige, was Sie brauchen, ist mehr Selbstvertrauen. Horoskop für heute für Stier. Große Zeit bei Taurus, um Ihre körperliche Fitness wiederherzustellen. Ihre Aktivität und körperliche Betätigung in kurzer Zeit wird damit zurechtkommen. Wenn Sie sich entscheiden, ernsthaft darüber zu erhalten, sollten Sie nicht auf halbem Weg aufhören. Frauen sollten auf ihre Gesundheit achten, einen Arztbesuch nicht ständig aufschieben. Machen Sie mehr Spaziergänge an der frischen Luft. Horoskop Stiermann. Heute werden Sie sich durch Ihren Fleiß und Ihre Entschlossenheit wie der Herr der Lage fühlen, aber schieben Sie nicht die ganze Verantwortung für das, was passiert, auf Ihre Schultern. Stier, falle nicht auf die Meinung anderer Leute herein, aber versuche, niemanden zu beleidigen. Hören Sie sich Ratschläge genau an und gehen Sie, ohne zu hetzen, auf Ihr Ziel zu, indem Sie sich auf Ihre Intuition und Ihr Gespür verlassen. Stierhoroskop für die Frau. Ein langweiliger Tag ist zu erwarten, Sie werden völlig mit Arbeit überhäuft, Routine wird Ihnen den Kopf zudecken. Versuchen Sie, keinen Fehler in der monotonen Arbeit zu machen, die Sie vor große Probleme stellen wird. Bald werden Stiere die Gelegenheit haben, ihre Verbindungen zu nutzen, um die Arbeitsposition zu stärken, es lohnt sich, sie zu nutzen. Liebeshoroskop für Stier. In Liebesbeziehungen müssen Stiere heute die Dinge selbst in die Hand nehmen. Machen Sie die ersten Schritte zum Objekt Ihrer Zuneigung, machen Sie Komplimente, laden Sie zu einem Date ein, alles was Sie tun können. Aber in keinem Fall nicht auferlegen sich selbst, nicht langweilig und langweilig sein, versuchen, alle Änderungen in der Stimmung Ihres Partners zu fangen. Horoskop für heute für Zwillinge. Auf den ersten Blick wird es heute scheinen, dass Sie eine Sackgasse erreicht haben, aus der es keinen Ausweg gibt. Zwillinge, versuchen Sie, Zurückhaltung zu zeigen. Alle wichtigen Angelegenheiten, vor allem die Unterzeichnung von Dokumenten und Verhandlungen, zu verschieben. Jetzt müssen Sie nur noch warten, die Zeit ist heute Ihr bester Helfer und alle schlechten Dinge gehen früher oder später weg. Zwillinge-Horoskop für Männer. Heute Zwillinge ist jede aktive Tätigkeit kontraindiziert, versuchen Sie nicht, Menschen zu vertrauen, die Sie nicht gut kennen. Stürzen Sie sich nicht kopfüber in die Hilfe, wenn Sie nicht darum gebeten wurden. Ihre freundliche Haltung könnte missverstanden werden und Sie werden sich in einer eindeutigen Position wiederfinden. Bei Konflikten werden Sie mit Sicherheit verlieren, also versuchen Sie, sie zu vermeiden. Zwillinge-Horoskop für die Frau. Es besteht die Möglichkeit, dass Zwillinge die Intrigen von Bösewichtern erwarten, aber geben Sie ihren Angriffen nicht nach. Geben Sie ihnen keine Nahrung für weiteren Klatsch und Tratsch und Sie werden sich sehr bald beruhigen können. Viele von Ihnen, die sich hinter guten Absichten verstecken, werden absichtlich versuchen, Ihnen Steine in den Weg zu legen, und das wird durch das übliche Gefühl des Neides auf Sie und Ihren Erfolg verursacht. Zwillinge Liebeshoroskop. Wenn Sie sich Ihre Umgebung genauer ansehen, werden Sie mit Sicherheit eine Person bemerken, die Interesse an Ihnen zeigt. Das ist entweder jemand aus der Nachbarschaft oder ein Kollege. Jeder achtlos hingeworfene Blick wird als Andeutung aufgefasst. Es liegt an den Zwillingen, zu entscheiden, wie schnell sie sich bei einem romantischen Date wiederfinden werden. Horoskop für heute für Krebs.
Männer sollten sich heute mit der Gestaltung des häuslichen Lebens beschäftigen. Sie können es gemütlich machen, ihre Großzügigkeit und Gastfreundschaft wird eine freundliche Atmosphäre darin schaffen. Für Frauen ist heute ein Tag der moralischen Läuterung und der spirituellen Suche. Heute werden sie einfach nicht in der Lage sein zu arbeiten. Ihr solltet die Unterstützung nicht verweigern, seid geduldig und großzügig. Krebshoroskop für Männer. Die erste Hälfte des Tages wird für den Krebs eine ununterbrochene Reihe von unangenehmen Momenten sein. Aufgestaute negative Energie kann Ihnen einfach schaden. Sie brauchen Ruhe und Unterhaltung, also gehen Sie am Abend mit Freunden in einen Club, um laut zu sein und Spaß zu haben. Dort können Sie Ihre Energie loslassen, ohne jemanden zu verletzen. Krebshoroskop für die Frau. Heute sollten sich die Krebse den Tag frei nehmen und den Tag ganz sich selbst widmen. Entspannen Sie sich vollkommen, lassen Sie sich massieren, gehen Sie ins Schwimmbad. Eine gute Lösung wäre es, Ihre Frisur zu ändern, Ihre Haarfarbe zu ändern, Ihr Image zu verbessern. Verbringen Sie den Abend mit der Familie oder mit Freunden, lesen Sie ein Buch, tun Sie alles, was nicht im Entferntesten mit Ihrer Arbeit zu tun hat. Krebs-Liebeshoroskop. Um Ihre Liebesbeziehung zu stärken oder frühere Leidenschaft zu wecken, sollte der Krebs bald auf eine gemeinsame Reise gehen. An einem unbekannten Ort, an dem Sie von anderen Menschen umgeben sind, wenn nichts voneinander ablenkt, werden Sie eine besondere Nähe zu Ihrem Partner spüren. Ihre Gefühle werden geschärft, Ihre Leidenschaft wird zurückkehren. Horoskop für heute für den Löwen. Männer werden voraussichtlich Probleme in ihrem Privatleben haben. Sie sollten geduldig sein. Handeln Sie nicht überstürzt, versuchen Sie, Kompromisse zu schließen. Erinnern Sie sich, dass Sie auch Unzulänglichkeiten haben, und stellen Sie keine hohen Anforderungen an Ihre Geliebte. Frauen sollten heute in allem Initiative zeigen, dann werden alle ungewöhnlichen Situationen für Lions absolut schmerzlos verlaufen. Löwe-Männer-Horoskop. Heute werden geliebte Menschen die Nerven der Löwen auf eine harte Probe stellen. Versuchen Sie, Ihre Emotionen zu zügeln, damit sich die Situation nicht verschlimmert. Seien Sie auf ungeplante große Ausgaben vorbereitet. Glauben Sie nicht vergeblich an Träume, manchmal helfen Sie bei der Lösung bestimmter Probleme. Löwe-Horoskop für die Frau. Heute könnten Löwen in den Mittelpunkt eines Skandals geraten. In naher Zukunft werden Sie nicht in der Lage sein, die Situation zu Ihrem Vorteil zu wenden, Sie werden eine Menge Klatsch und Tratsch über sich hören. Versuchen Sie, so schwer es Ihnen auch fallen mag, nicht darauf zu reagieren. Die Verleumder, die sehen, dass sie ihre Gefühle nicht richtig verletzen konnten, werden sich beruhigen und alles wird sich von selbst erledigen. Liebeshoroskop für Löwe. In dieser Zeit sollten Löwen auf ihren Gesundheitszustand achten, nicht nur auf ihren eigenen, sondern auch auf den der Menschen, die ihnen nahestehen. Ihr emotionaler Zustand wird wahrscheinlich nicht ganz stabil sein. Vielleicht ist das eine Folge des Abbruchs der Beziehung zu einem geliebten Menschen. Hoffnungen auf eine schnelle romantische Beziehung sind nicht gerechtfertigt, nur tiefe Enttäuschung in der Seele wird bleiben. Horoskop für heute für Jungfrauen. Eine gute Zeit für Männer, sich mit der Planung weiterer Aktionen zu beschäftigen. Sie müssen für die Veränderungen, die in der Nähe sind, bereit sein. Aber es ist besser, von spontanen Entscheidungen abzusehen. Frauen sollten toleranter mit Menschen umgehen, Aufmerksamkeit zeigen und, wenn möglich, Freunde unterstützen. Das Gute, das die Jungfrau tut, wird hundertfach zurückkommen. Jungfrau-Horoskop für Männer. Um ihre Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Menschen in sie nicht zu untergraben, müssen Jungfrau-Männer frühere Verpflichtungen erfüllen. Es wird erwartet, dass sie befördert werden, und es wird unangenehm sein, wenn jemand beginnt, sie für unverantwortlich zu halten. Gehen Sie Konflikten aus dem Weg, gehen Sie ihnen nicht aus dem Weg. Jungfrau-Horoskop für Jungfrau-Frauen. Heute können Jungfrauen alles erreichen, was sie erreichen wollten. Das könnte eine Welle der Unzufriedenheit auslösen, aber lassen Sie sich davon nicht in Verlegenheit bringen. Viele werden denken, dass Sie sich für schlauer halten als andere. Versuchen Sie, nicht auf Ihre widerspenstigen Bemerkungen zu reagieren, umgehen Sie taktvoll die Konfliktparteien und verhalten Sie sich weiterhin so, wie es für Sie günstig ist. Jungfrau Liebeshoroskop. Jetzt erwartet die Jungfrau eine schwierige Phase in der Beziehung zu einem geliebten Menschen. Es gibt keinen bestimmten Grund, es kommt alles zusammen, finanzielle Probleme, angestauter Groll und Eifersucht. Egal wie schwer es ist, versuchen Sie ruhig alles zu erklären und versuchen Sie, die Probleme gemeinsam zu lösen, auch wenn Sie sie nicht lösen können, ändern Sie Ihre Einstellung zu ihnen, so wird es leichter sein, sie zu ertragen. Horoskop für heute für Waage. Waage, verschieben Sie alle Ihre wichtigen Angelegenheiten für eine geeignete Zeit, jetzt sind Sie nicht in der Lage, sie zu tun.
Versuchen Sie, sich gut zu erholen und Spaß zu haben. Sie erwarten angenehme Bekanntschaften. Wenn das Ziel die Liebe ist, werden Sie auf jeden Fall eine Person treffen, die Sie nicht gleichgültig lassen wird. Versuchen Sie, sich fit zu halten. Vernachlässigen Sie die körperliche Betätigung nicht. Waage Horoskop für Männer. Heute werden Waage-Männer entspannter und gemütlicher denn je sein und das Gefühl haben, dass alles, was sie sich vorgestellt haben, wahr geworden ist. Täglich bringt es ihnen ungeahnte Freude und Vergnügen. Bei der Arbeit, egal ob im Haushalt oder im Beruf, machen sie alles qualitativ und mit Liebe, denn sie wissen, dass sie einen großen Nutzen bringen. Waage-Horoskop für die Frau. Heute sollte sich die Waage auf ihre eigenen Pläne konzentrieren, sich Ziele setzen. Reduzieren Sie die Kommunikation mit den Menschen um Sie herum auf ein Minimum, besonders mit Kollegen. Es ist wahrscheinlich, dass der heutige Konflikt kein gutes Licht auf Ihre beruflichen Aktivitäten wirft. Diese unangenehmen Streitigkeiten können die Führung erreichen, die sehr unzufrieden sein wird. Waage Liebeshoroskop. Die Waage durchläuft jetzt eine Zeit der Veränderung, die ihr Leben umfassend verändern kann. Der Wechsel der Arbeit wird so erfolgreich sein, dass Sie es sogar bereuen werden, jahrelang ziellos an der alten Stelle verbracht zu haben. Erwarten Sie am Abend eine romantische Begegnung, die sich nahtlos in ein Date verwandelt. Das Leben bekommt einen neuen Sinn, und Sie werden vor Vitalität nur so strotzen. Horoskop für heute für Skorpion. Männer erwarten heute nicht ganz angenehme Nachrichten, und im Allgemeinen wird Ärger Skorpione auf ihren Fersen folgen. Kategorisch nicht spielen, können Sie eine Menge heute verlieren. Frauen werden heute in ihrem persönlichen Leben besser sein als je zuvor. Ein schönes romantisches Date kann sich zu einer starken Beziehung entwickeln. Horoskop für Skorpion-Männer. Im Laufe des Tages werden Skorpione einfach von einigen ungewöhnlichen Situationen bei der Arbeit heimgesucht werden. Sie werden sich ständig im Zentrum eines Konflikts wiederfinden. Seien Sie wachsam, versuchen Sie, die Situation unter Kontrolle zu halten und lassen Sie keinen Worten freien Lauf, die Sie später vielleicht bereuen. Wenn es eine Gelegenheit gibt, zu Hause zu bleiben, nutzen Sie sie. Heute ist es besser, den Tag freizunehmen. Horoskop für Skorpionfrauen. Skorpione sollten nicht jedem vertrauen, ohne zurückzublicken. Überdenken Sie Ihre Einstellung zu den Menschen um Sie herum. Es kommt vor, dass nicht jeder Ihnen etwas Gutes will. Böswillige können Intrigen gegen Sie schmieden und sind neidisch auf Ihren Erfolg und Ihre Leichtigkeit, Geschäfte zu machen. Aber stürzen Sie sich nicht auf Anschuldigungen, können Sie die falsche Person zu beleidigen, nicht zeigen, übermäßige Emotionalität. Liebeshoroskop für Skorpion. Skorpione erwarten jetzt eine sehr günstige Periode, die Hauptsache ist, nicht an Ort und Stelle zu bleiben, die ganze Zeit sollten Sie in Bewegung sein. Kommunizieren Sie, machen Sie neue Bekanntschaften. Die Kontakte werden Ihnen die nötigen Informationen geben, die Ihnen bald nützlich sein werden. Höchstwahrscheinlich werden Sie Ihr Schicksal an einem unerwarteten Ort finden. Verlieren Sie nicht Ihren romantischen Geist, Sie werden grenzenloses Glück empfinden können. Horoskop für heute für Schütze. Heute ist ein sehr ruhiger Tag, an dem niemand und nichts die Schützen aus sich herausbringen kann. Männer sollten ihr Gewissen bereinigen, sich aufrichtig bei denen entschuldigen, die sie einst stark beleidigt haben. Frauen haben heute die Gelegenheit, ihr Schicksal radikal zu ändern. Die Hauptsache ist, die gemachten Fehler nicht zu vergessen, damit sie sich nicht wiederholen. Horoskop für Schützemänner. Heute werden Schützemänner auf sehr ernste Hindernisse auf dem Weg zur Erfüllung ihrer täglichen Aufgaben stoßen. Sie werden sie nur lösen können, wenn sie auf standardisierte Weise handeln, ohne von den allgemein akzeptierten Regeln abzuweichen. Jegliche Neuerungen können ihnen heute großen Ärger einbringen. An diesem Tag sollten sie keinen Alkohol trinken und sich beim Essen zurückhalten. Horoskop für Schützefrau. Durch Instabilität und Unnachgiebigkeit können Schützinnen heute die Beziehungen zu Kollegen und zum Management ruinieren. Versuchen Sie, zurückhaltender zu sein, denn in erster Linie werden Sie unter dem erlebten Stress leiden, Sie könnten sich schlechter fühlen. Es kann auch zu einer Verschlimmerung chronischer Krankheiten kommen, Sie werden zum Arzt gehen müssen. Schütze Liebeshoroskop. Heute geht es vor allem darum, sich von dem Erfolg, der auf die Schützen wartet, nicht beirren zu lassen. Jetzt ist es wichtig, die Messlatte nicht zu niedrig anzusetzen, Sie sollten diejenigen nicht im Stich lassen, die an Sie glauben und Sie unterstützen. Sie sollten auch Ihre Beziehung zu Ihrem Lieblingsmenschen überdenken. Verabreden Sie sich zu einer Überraschung, zu einem Date. Sie verbringen so wenig Zeit miteinander, dass Sie Ihre Gefühle einfach mal aufrütteln müssen. Steinbock-Horoskop für heute. Der heutige Tag wird kreative Steinböcke begünstigen. Erfolgreich werden alle ihre Bemühungen sein, wird es eine Gelegenheit, sich in eine neue Richtung zu finden.
Wenn Sie nicht auf kreative Menschen beziehen, dann alle Ihre Energie, um Ihre finanzielle Situation zu verbessern, durchdenken, berechnen jeden Schritt. Ihr Wissen wird Ihnen dabei helfen. Steinbock-Horoskop für Männer. Steinböcke haben einen Tag voller Überraschungen vor sich. Freude und Nostalgie werden durch ein unerwartetes Treffen mit alten Freunden ausgelöst. Im Beruf werden Sie sich als guter Spezialist erweisen, der immer einen Ausweg aus jeder schwierigen Situation findet. Heute wird Ihnen eine neue Position im Management des Unternehmens angeboten. Steinbock-Horoskop für die Frau. Heute kann eine erfreuliche Nachricht das ganze Leben der Steinböcke grundlegend verändern. In Ihnen wird eine solche Vitalität auftauchen, dass Sie Ihr Ziel erreichen werden, denn es wird keine Hindernisse geben, Sie werden sie nicht einmal spüren. In Worten und Aussagen, versuchen Sie, taktvoll zu sein, Tyrannennase und setzen sich über andere ist es nicht wert, es kann Sie sehr teuer zu stehen kommen. Steinbock-Liebeshoroskop. Steinböcke erwarten heute familiär harmonische Beziehungen, freudige Nachrichten, die nur positive Emotionen in Ihre Familie bringen werden. Verbringen Sie viel Zeit mit Ihren Kindern, helfen Sie ihnen, Schwierigkeiten in Ihren Studien zu überwinden. Alle zusammen können Sie für einen Spaziergang in den Park, Schlittschuhbahn oder Kino gehen, so dass Sie eine tolle Zeit haben wird. Horoskop für heute für Wassermänner. Wassermann, versuchen Sie, Ihr Glück heute nicht durch unüberlegte und riskante Handlungen zu erschrecken. Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner sorgfältig auf ihre Integrität, bevor Sie eine Zusammenarbeit mit ihnen beginnen. Es besteht ein großes Risiko, dass Ihre neidischen Freunde Sie wissentlich auf den falschen Weg führen, aber selbst wenn das passiert, werden Sie in dieser Situation erhebliche Vorteile finden. Wassermann-Horoskop für Männer. Eine Reihe von unangenehmen Situationen und Geschichten liegt hinter Wassermännern. Ehemalige Geschäftspartner könnten Ihnen heute Dokumente zeigen, wonach sie Ihnen einen bestimmten Geldbetrag schulden, oder sie könnten Sie an unerfüllte Versprechen erinnern. Handeln Sie nicht voreilig und lassen Sie sich nicht auf einen Konflikt ein. Verlassen Sie sich nur auf Ihre Intuition und Ihren gesunden Menschenverstand, er wird Ihnen helfen, sich aus allen Schwierigkeiten herauszuwinden. Wassermann-Horoskop für die Frau. Heute können Wassermänner in Eile etwas Unnötiges sagen und damit eine langjährige Freundschaft aufs Spiel setzen. Seien Sie vorsichtiger in Ihren Äußerungen und trauen Sie fremden Menschen mit Ihren Geheimnissen weniger zu, es wird auf jeden Fall herauskommen. Sie werden nicht in der Lage sein, Klatsch und Tratsch hinter Ihrem Rücken zu vermeiden. Versuchen Sie, am Abend alle Probleme hinter sich zu lassen, verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie. Wassermann-Liebeshoroskop. Heute sollten Wassermänner so sanft und verständnisvoll wie möglich mit ihrem geliebten Menschen umgehen, damit sie allen versuchen, sie der Unhöflichkeit und Unaufmerksamkeit zu beschuldigen, auf den Grund gehen können. Sie sollten einen gemeinsamen Ausflug planen, sie werden eine tolle Zeit haben, betrachten Sie Ihre Probleme aus der Ferne, sie werden unbedeutend und leicht zu lösen sein. Horoskop für heute für Fische. Fische erwartet nicht die angenehmste Zeit im Leben, wenn der schwarze Streifen sie in allem verfolgen wird. Sie haben körperlich nicht genug Kraft, um alle Hindernisse zu überwinden. Bitten Sie um Hilfe von Freunden oder Verwandten. Sie werden Ihnen einen Ausweg aus dieser Situation aufzeigen. Lassen Sie sich nicht von negativen Emotionen überwältigen, sonst kann die Situation völlig außer Kontrolle geraten. Fische-Horoskop für Männer. Heute müssen Fische ihre ganze Professionalität und Erfahrung unter Beweis stellen, um sich der Führung würdig zu erweisen. Wegen der Intrigen von Bösewichtern könnte ihre Autorität stark erschüttert werden. Wenn sie sich zusammenreißen und den Ärger nicht herauslassen, können sie die Situation leicht korrigieren und niemand wird ihnen Fragen stellen. Fische-Horoskop für die Frau. Es lohnt sich, auf die Veränderungen vorbereitet zu sein, die in naher Zukunft auf die Fische zukommen. Überstürzen Sie nichts und treffen Sie keine spontanen Entscheidungen, eine solche Intoleranz kann Sie sehr teuer zu stehen kommen. Es ist besser, in Angelegenheiten, die Ihre berufliche Tätigkeit betreffen, mehr Initiative zu zeigen. Sie können viel erreichen, Sie haben ein großes Potenzial. Fische-Liebeshoroskop. In Ihrem Privatleben müssen Fische heute flexibel sein. Versuchen Sie, einen Kompromiss zu finden, so können Sie Streitereien und unangenehme Gespräche vermeiden. Versuchen Sie, Ihren Liebsten zuzuhören und zu verstehen, wenn Sie wirklich etwas falsch machen. Versuchen Sie, Ihrer Beziehung so viel persönliche Zeit wie möglich zu widmen und lassen Sie sich nicht in berufliche Probleme verwickeln.